Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi. Das Video wird komisch. Ja, ich darf dich schminken, nachher gehen wir zusammen raus und du darfst niemandem sagen, dass ich dich geschminkt habe. Also das bedeutet, Marcel, du machst jetzt mein Make-up für heute Abend, wenn wir rausgehen mit Freunden. Wir gehen in eine Sportbahn. Es wird eine Bar, Es wird so mit Billard spielen und so mit Freunden und ich darf dir nicht sagen, dass auf jeden Fall, das sind viele Menschen. Man sieht das Gesicht und wenn du geschminkt bist und du gefragt wirst, wer hat dich denn geschminkt, sagst du ich. Voll stolz, okay? Ich habe mich geschminkt. Wie findest du es? Okay? Ja, falls ihr das Ganze miterleben wollt, wie das Ganze aussieht, müsst ihr mir auf jeden Fall mal auf Instagram folgen. Da bekommt ihr das alles von heute Abend mit. Jetzt, wo das Video online kommt, seid ihr zu spät. Aber für die nächsten Dinge seid ihr dann vielleicht pünktlich am Start. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Du machst mein Make-up und ich werde dir keine Tipps geben. Und du wirst dir Mühe geben. Weil du musst dich auch so mit mir zeigen. Okay, fangen wir mal an mit dem Make-up. Ich glaube, man macht es nicht so. Aber ich will es einfach mal probieren. Italienisch. Ich mach das einfach. Kannst du bitte die Haare so? Ich mache das die klassische Taktik, die halt die ganzen Beauty-Blätter verwenden. Na, doch, weil ich hier jetzt ja noch drauf klatschen. Oh ja. Das ist zu viel. Das ist kein Make-up. Was war das gerade? Das ist kein Make-up. Was ist das? Du siehst irgendwie fertig aus, dein Gesicht. Hey, was ist denn Make-up, Mann? Das ist Make-up, oder? Schatz, ich hab gedacht, das ist Baby-Skin, weil das ist Skin, das ist für die Haut. Einarbeiten. Oh Gott. Das ist ein bisschen schwieriger. Geil. Da steht genau, was man machen muss. Das ist leicht. Guck mal, das steht genau, was ich machen muss. Seht ihr das? Also muss es das da sein. Was ist das da? Also es ist flüssig, es gibt nur zwei Sachen, die flüssig sind. Vielleicht ist das auch flüssig. Nee. Bitte klatsch mir das hier niemals ins Gesicht. Was ist das, Wimmelkleber? Ja. Boah, zum Glück, ich hab schon vermutet. Wo ist denn die scheiß Make-up-Dinger? Es ist flüssig. Ich weiß jetzt, wieso deine Schwester gesagt hat, sie wird sich's nicht trauen. Weißt du, was ich da noch? Mit Pickkleber schminken. Oh ja, oh Gott, Schatz. Das sieht nicht so raus. Guck bitte in die Kamera. Schön gemacht, das ist ein Kunstwerk mein Gesicht gemalt. Okay, das reicht erstmal. Macht es Spaß dir? Guter Satz war, ja, macht Spaß mir. Hey, du siehst gut aus jetzt plötzlich. Ich find's echt gut. Spaß. Oh, du hast mich heute, gell? Ich hab so Angst, damit rausgehen zu gehen, Schatz. Ist das nicht bestimmt? Oh, was ist das denn? Wow. Okay. Jetzt schon. Jetzt schon. Okay, wie willst du das hier nochmal? So. Also? Wow. Wow, ein bisschen mehr. Das ist ganz so fresh für so eine Bar. Du musst denken, alles jetzt in meinem Gesicht ist nass. Du musst erstmal alles trocknen. Trocknen. Oh Gott. Trocknen. Mach so. Mach so. So wie ganz Beauty in Fläche. Oh, kannst du mir kurz zeigen, was du gerade machst? Nicht gut. Es hat Glitzer. Ja, das hat doch kein Glitzer. Es glitzert. Was mache ich denn jetzt damit? Ich weiß wirklich nicht. Was denn da? Ey, Make-up ist so schwer, Alter. Wie macht man das denn, würde man das im Kunstunterricht machen? Pinsel. Das ist auch ein Pinsel. Hä, was soll denn? Hä? Jetzt muss man jetzt mein ganzes Gesicht damit einkleistern.
Ja. Hey, den hatte ich doch vorhin. Ja, aber dann ist das Produkt nicht. Ja, aber dann hätte ich mich nicht loben können. Was mache ich damit jetzt? Alles. Boah. Ist das jetzt geil? Es sieht aber jedes Haar von dir. Es sieht jedes Haar an deinem Backe. Du hast jetzt wieder ein Bart. Nee, es sieht gut aus. Können wir kurz Master dazu holen? Ich brauche einen Tipp. Ein Joker. Okay. Ich habe Master für 3 Joker nehmen. Okay, Marcia, erster Joker. Hast du schon was gemacht? Ja. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ist gut. Also ich weiß noch nicht, ich kann noch nicht sehen. Hi. Siehst du noch nichts Schlimmes? Nee. Ach, du siehst dich nicht nirgends? Oder nee, hast du nee. Ich hab mich nirgends angeschaut. Ist das gut? Also bis jetzt habe ich hier Make-up, eine Gesichtscreme und Lippenstift. Okay, hat er gut verteilt und verblendet, auf jeden Fall. Ja, war echt gut. Auch war was? Das war gut. Dieses Produkt, was ich benutzen soll, musst du mir sagen, weil ich weiß nicht welches. Ich darf 3 Schoko benutzen. Aber was, wenn du dich fragst, aber stopp, wenn die Marcia sagt, sie sieht's nicht, dann muss ich echt nochmal machen, oder? Oder? Eigentlich schon, als wenn die Marcia sieht's. Ich würde das für die Augen vornehmen. Gibt's die von Catrice noch? Weiß ich nicht, ich hab die damals im Vorrat gekauft. Ach so, weil die sind übelst geil, das sind die übelst Augenbrauenstift. Das war's das? Kannst du noch Eyeliner bringen? Hab ich dir doch gegeben. Ach so, du hast der Eyeliner. Ja. Ach, der liegt da hinten. Okay. Aber ja, okay. Das würde ich nicht. Aber bis jetzt ist gut, oder? Ja. Okay, gut. Kann ich so bis jetzt rausgehen? Ja. Also, du siehst ganz normal aus. Ja, guck, voll gut. Okay. Sieht man von da hinten? Hast du deine Augenbrauen mal rasiert? Nein. Wieso? Weil die so dünn sind. Oh. Wie kann man was löschen? Scheiße. Wie kann man das wegmachen? Finger. Darf ich deine Spucke bei der Augenbrauen? Da hat jemand verstanden, wie es funktioniert. Nein, 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 nein. Nicht alles rausdrehen, Schatz. Sophie? Okay, der next step. Next step. Zu den Lashes. Jetzt kommen wir zu den Wimpern. Lash. Wolltest du nicht noch was mit Eyeliner? Eyeliner? Ja, das da. Ja, Eyeliner kommt davon. Solltest du davon machen? Eyeliner kommt davon. Und Augen-Make-up? Ja, Augen-Make-up kommt davor. Ganz davor. Ah ja, das war dieses Tutorial. Okay, das machen wir. Leute, wir werden jetzt das da auf die Nase, das um die Nase und das hier für die Konturen am Rand. Das machen wir jetzt, okay? Mhm. Okay. Wow, es ist stark. Und so weit hast du gesagt, du warst nicht gut im Malunterricht. Komm. Sicher, dass das war. Ja. Nein. Das ist irgendwie leer. Ja. Yeah. Highlight. Konturen. Jetzt kommen die Konturen. Seitenwechsel. Boah, ich Bart bekommen. Ja. 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 Oh, und so? Egal wie ich gerade aussehe, so musst du halt immer laufen. Das ist voll okay bis jetzt. Echt? Ja. Ey, was machen wir? Ah ja. Wir machen was richtig krasses. Wir machen blau. Gut, oh nein. Lila, lila. Es gibt lila. Boah, ich dachte, das ist so eine Nude-Palette. Ja, und richtig die Kacke. Darf ich bis jetzt mal schauen, wie es aussieht? Ja. Gut oder schlecht? Sag was. Weinst du? Mach einfach weiter. Nein, Schatz, sag mal ehrlich. Was ist das hier? Siehst du das Braune? Sie ist bis zu meinem Mund. Das war der Highlighter. Das war kein Highlighter. Star heißt die Farbe. Nein. Star. Online. 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 Okay. Ist okay? Mhm. Wie
siehst, vorsichtig du da entlang gehst. Okay. Gut? Ja. Aber wollen auch unter. Oh, ich habe eine andere Frage genommen. Doch, die war's. Die? Ja. Ich habe einfach die Augen aufgemacht. Das war gerade so cringe, Schatz. Das war gerade so cringe. Echt? Ich hab's gar nicht gesehen. Du kannst nicht mal die Augen immer. So. Was für eine Farbe nimmst du jetzt? Magic. Das ist was für eine Farbe? Lila. Oh, die passen gut zueinander. Deine Freunde werden mich so auslachen. Die werden sich denken, oh, zu viel. Oh. Sieht okay aus. Boah, alle haben Angst vor diesem Ding. Okay. Von der Mitte, gell? Von der Mitte? Wie du denkst. Oh. Erheb am besten meinem Auge, weil das zittert. Wie schlimm ist das? Scheiße. Wie schlimm ist das, Schatz? Soll ich es anschauen? Das ist gar nicht so schlimm, Schatz, für einen Junge hast du das gerade echt super gemacht. Ich bin gedacht, dass, Schatz, wenn du jetzt nur noch das andere Auge gemacht hast, ist es gar nicht so dramatisch. Schatz. Es ist schon scheiße, aber nicht diese. Augen zu, Augen offen. Augen offen und blinzeln. Lass es blinzeln. Okay. Tu mal, warte mal. Nein, nein, nicht ganz. Guck mal, wenn du so reinmachst, machst du ihn kaputt. Du machst ihn schon kaputt, mein Schatz. Aber nimm das mal so. Nimm so rum und streich es wirklich auf die ganzen Lippen. Besser. Mein Lippenstift ist jetzt auf jeden Fall am Arsch, Schatz. Schatz, ich sehe aus wie ein Clown. Ich sehe aus wie ein fucking Clown. Okay. Mach's ja! Was, ich mache Überraschungseffekt. Also, ich setze mich hier noch her. Okay. Ja, setz dich hin. Warte, nur einen Überraschungseffekt. Ready? Ja. Ganz kurz. Siehst du das? Das kann ich nicht bringen. Aber es ist nicht so schlimm. Guck mal den Eyeliner an. Der Eyeliner ist okay. Mhm. Aber der Rest, Schatz, wie soll ich denn so raus? Schatz, die Maße sagt, das ist nicht schlimm. Also ich finde es echt nicht schlimm. Ich glaube, würde ich es nicht wissen, wäre es mir nicht mehr aufgefallen. Oder ist es... Nein. Ernsthaft? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Hast du mir mal ins Gesicht geguckt? Siehst du das hier? Ja. Der Highlighter ist hier vorne. Das Contouring endet hier. Und hier unten. Ja. Meine Augenbrauen sind... Ich bin da irgendwie echt nicht so schlimm. Jetzt ernsthaft? Also ich finde es irgendwie echt nicht schlimm. Mit wem geht ihr? Also, ich weiß ja, wohin ihr geht und da ist es dunkel erstens. Also Make-up-Brand und so Kontur sieht man, glaube ich, nicht. Und die Augen sind voll gut. Die Augen sind gut. Ich glaube, die raffen es nicht. Das wenn... Nee, ich glaube, die hören es nicht. Ich habe es selber nicht gerafft. Okay. Okay. Dann geht's doch raus, Schatz. Von der Skala von 1 bis 10? 7. Boah. Also ich finde, er hat echt... Und 10 ist richtig gut. Vor allem krass. Den Eyeliner hat er echt... Der Eyeliner hat nicht mal gemacht. Also gar nicht verkackt. Das machen viele Mädchen schlechter. Echt jetzt? Ja. Boah, ich kenne mich gut. Und das Contouring, wenn wir uns in üben. Ja, aber das ist... Der das, hat das anfangs ist den Highlighter mit dem Braun verwechselt. Oh Gott. Und ich glaube, deswegen ist es so komisch geworden. Ja, das kann sein. Aber es war ein Anfängerfehler halt. Aber hätte er das Contouring noch so richtig übertrieben gemacht, dann würde man es eher sehen, aber so wenigstens noch ein bisschen dezent. Ach, guck mal, wie stolz du auf dich. Ich bin übel stolz gerade. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Tschüss. Und ich gehe jetzt raus mit Mostalo.
Vor allem auch wenn die es nicht sehen, ich werde mir so denken, fuck mein Mensch, sieht scheiße. Du musst dich so fragen, du musst so fragen, und ich finde die eigentlich mein Make-up, ohne zu sagen, dass ich das war. Ja. Das ist richtig cringe eigentlich. Ach du Scheiße. Ich finde die mein Make-up. Die werden aber gar nichts checken. Die werden zu sagen so. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.